Moin Mädels! Moin Jungs! Ist mal wieder soweit, ich bin sauer. Ich bin öfter sauer. Vor allem bin ich sauer auf Leute, die im Service arbeiten. Im deutschen Service. Ich bin ja ein kleiner Hampelmann, der hier mal so ein bisschen rumalbert und sehr viel Quatsch macht. Aber wenn jemand sagt, Kalle, dann bist du 15 Uhr da, bin ich halt da. Kommen wir später zu. Ich habe mir ein Auto zugelegt über ein Abonnementsystem, was relativ neuartig ist, denke ich mal. Bei dem System geht es eigentlich nur darum, du zahlst einen festen Mietbetrag und musst tanken. Alles andere wird von dem Abonnementunternehmen übernommen. Ne? Das ist schon mal Punkt 1. Und an dieser Stelle muss ich sagen, mit dieser Firma läuft es eigentlich ganz okay. Da sind auch hier ein, zwei Einzelteile gewesen, wo ich jetzt sage, das war jetzt nicht so geil. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die haben schon alles gegeben, damit es irgendwie läuft. Denn es sind Kinder in Brunnen gefallen, aber so tief, dass das keine Angel mehr rauszieht. Ich sag's, wie es ist, ne? Also das ist wirklich, es glaubt mir kein Mensch, was ich jetzt heute zu erzählen habe. Um den ganzen Zusammenhang ein bisschen zu verstehen, solltet ihr euch vielleicht unter Umständen Teil 1 der ganzen Geschichte nochmal anschauen. Da ist das Video, das blendet der gute Alex jetzt hier nochmal ein. Da geht es um Kompetenz in Deutschland. Ist auch nicht so scheiße, was denn jetzt gab. Und dann er so wieder, nee, du, und so, oh wei. Dann geht er auf einmal weg, redet kein Wort mit mir, geht auf einmal weg, telefoniert der im Service, ne? Und da muss ich sagen, da platzt mir eine Ader, ne? Das war gar nichts. Aber heute geht es weiter, denn diese Story wird fortgeführt. Ein kleines Recap und Roundup zu dem bisherigen Verlauf, wenn ich einmal bitten darf. Ich habe mir im Dezember ein Auto über das gleiche Abonnement zukommen lassen. Das kam Mitte Dezember bei mir an und sah erstmal tippitoppi aus. Dann, nach der zweiten Fahrt, gab es einen Motorschaden, beziehungsweise die Klappe für die Zufuhr der Motorflüssigkeitskühlung. Also der Kühlflüssigkeit für den Motor, du weißt schon, damit er kalt bleibt, Digga, damit er nicht zu heiß wird, Digga, damit es nicht brennt, Digga, du weißt schon, was ich meine. Das Ding war kaputt. Ja, direkt nach der zweiten Fahrt. Das Ding hatte 400 Kilometer runter und das war einfach komplett im Ass. Angerufen, hallo, was machen wir jetzt? Rufen wir die gelben Engel an. Gelben Engel waren da, gelbe Engel schicken wir nicht in die Werkstatt. Werkstatt sagt, yo, Digga, wir können das Ding nicht nachbestellen, weil gibt's nicht. Wir haben jetzt übrigens den 14.02. am Tag dieser Aufnahme. Das Auto, was ich am 20. Dezember in die Werkstatt gefahren hat, steht heute noch dort, weil es kein Ersatzteil dieser Automarke gibt. Das steht heute noch da. Ich hab hier noch den Zweitschlüssel liegen. Den hat noch keiner abgeholt. Den habe ich hier noch liegen. So, ich dann also in der Zwischenzeit ein Ersatzfahrzeug bekommen von einer Spandauer Autovermietung. Grüße gehen raus. War alles super. Ford Focus. Tolles Auto. Es handelt sich bei der gesamten Geschichte übrigens um einen Opel Insignia. Das ist ein Auto, das ist groß. Mehr weiß ich auch nicht über Autos. Es gibt große Autos, es gibt kleine Autos. Es gibt schnelle Autos, es gibt nicht so schnelle Autos. Es gibt welche mit Verbrauch, es gibt welche mit Strom. Verbraucht auch, aber weiß schon. Mehr weiß ich nicht, ich bin dumm. Ne? Davon muss auch ja jeder, der Dinge verkauft oder vermittelt, erstmal ausgehen. Der Kunde hat keine Ahnung, was er sich kauft. Er will es aber haben. Gut, bei einer Paprika kannst du nicht viel falsch machen. Bin ich ehrlich, wenn du eine Paprika kaufst, die gibt es in Orange, Gelb, Rot, Grün. Es gibt aber auch nur eine Farbe Paprika, die alle essen. Rot. Wenn du jetzt grün gedacht hast, wirst du jetzt sofort Kanalmitglied hier auf dem Kanal, weil die Scheiße gebe ich mir dann nicht mehr, ne? So, natürlich weiß ich, was ich mit einer Paprika zu tun habe. Mit einem Auto weiß ich, ich mache einen Schlüssel rein, ich fahre los. Ich habe einen Führerschein gemacht, den habe ich seit 8 Jahren. Ich weiß, wie das geht. Mit Autos fahren auf der Straße, das weiß ich, wie das funktioniert, du weißt, ne? Aber die Technik und die Physik, das habe ich nicht drauf. Woher auch? Ne? Ich hab hier nicht so einen Vater gehabt. Mein Vater, der hat seit 31 Jahren, warte ich, dass der Vater mal vorbeikommt. Ich bin 31, ich weiß nicht mehr, wie der aussieht. Der hat mir kein Autofahren beigebracht. Der hat mir nicht gesagt, ja, guck mal, hier sind Reifen. Lange Rede, keinen Sinn. Das erste Auto dann also abgegeben. Ford Focus als Alternativfahrzeug dann bekommen zum Überbrücken. Dann Mitte Januar kommt das zweite Auto, beziehungsweise das Ersatzfahrzeug für den Ersatz. Ja? Das heißt, ich habe Opel Insignia, 21er Jahrgang, bestellt, 300 Kilometer runter, bei mir bei 400 angekommen, kaputt gewesen, Ford Focus in der Zwischenzeit, wieder Opel Insignia, aktuell 369 Kilometer auf dem Tacho. So, das war dann jetzt erstmal eine Zeitspanne von so, ja, 6 Wochen, die sich das Ganze dann gezogen hatte und dann habe ich das neue Auto bekommen. Ich steig da ein, ich fahre da los, ich denke, Junge, das Ding zieht, ne?
Das Ding zieht ordentlich. Dann bin ich aber auch so ein Typ, ich fahre jetzt nicht jeden Tag Auto. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr Autobesitzer seid. Aber ich fahre jetzt nicht jeden Tag Auto. Ich habe ja jetzt hier zu Hause meinen Palast. Ich habe schöne Lampen von Bauhaus. Die müssen ja auch hier gezeigt werden im Internet. Verstehst du das? Ich fahre natürlich ab und zu mal zum Büro oder gerade hier mit den Hunden. Hund, komm mal her. Lieber, komm, zeig dich. Hopp. Hier, das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Das ist meiner. Verstehst du das? Kannst du wieder gehen. Alles gut. Ist ja nicht so gewohnt, dass ich so ruppig bin, wa? Gibt gleich noch einen schönen Fressi für dich, ne? Ich dann das neue Auto bekommen, 2 Tage stehen lassen, ich gehe zum Auto, drück da den Knopf, wo ist er? Scheiß Opel, ne? Ja, ist hier irgendwo. Ist auch egal. Ich drück da den Knopf, passiert einfach nichts. Das Auto springt nicht an. Also nicht mal bling bling, macht nicht mal wip, wip, macht gar nichts. Macht kein Kick, kein Bip, kein Bip, Bip. Gar nichts. Da kommt nichts raus aus dem Auto. Ich habe ja von dem anderen Auto auch noch den Ersatzschlüssel hier. Ich dann gedacht, oh scheiße, vielleicht habe ich jetzt von dem falschen ich dann nochmal nach Hause. So, ich wackel dann nochmal zurück, denk mir nichts Böses. Hatte natürlich rein zufällig an dem Tag etwas Zeitdruck. Ich musste hier zu einer Gaming-Show. Musste da meine Fresse mal wieder in der Kamera halten, habe ich ein paar Moneten in die Büchse bekommen, weil auf YouTube läuft ja nicht mehr hier. So, dann ich dann also da tatsächlich dahin gewackelt, habe dann gezeigt, jo, Junge, das ist ja hier der richtige Schlüssel gewesen. Ich dann aber den Ersatzschlüssel genommen, weil ich dachte, beim letzten Auto gab es ja auch schon Probleme. Vielleicht ist jetzt hier von der Fernbedienung die Batterie im Ass, ne? Oder kaputt oder was oder wie. Ich dann also beide Schlüssel mitgenommen und dann war ich da bewaffnet wie so ein Cowboy, ne? Und ich dann nichts passiert. Geht nicht auf. Ich dann so, hä, was ist das denn jetzt? Das kann doch nicht euer scheiß Ernst sein. Ich schon wieder eine Krawatte bis zum Mond, ne? Ich dann schon wieder denke, Junge, das kann doch nicht sein. Ich hol mir hier ein Auto an ran, ne? So, tipptopp, Neuwagen. Keiner ist damit gefahren, außer der Typ, der mir das vor die Tür gestellt hat. 2-mal hintereinander ist das Auto komplett im Arsch. 2 verschiedene Fahrzeuge. Nicht fahrtüchtig. Was ist hier denn los? Was ist denn hier los? Habe ich mich gefragt. So, ich dann da also da angerufen. Ja, hier, scheiß Auto, schon wieder im Arsch. Ich, wie gesagt, Zeitdruck. Taxi genommen, weil ich mit meinem scheiß Auto nicht fahren konnte. So, dann bin ich da hin und dann ist das schon wieder, zappenduster. Ich da Vorbesprechung gehabt, dann ruft er mich an, sagt er, yo, wir schleppen die Kiste jetzt ab. Ich so, Moment, amor, Senior, Sie schleppen hier gar nicht ab. Was wollen Sie da abschleppen? Weil ich dachte, da liegt nur an der Fernbedienung. Da muss nur einfach mal einer Besitz machen und dann geht's wieder. Nee, Pustekuchen war natürlich nicht so. Ich habe an dem Tag auch nicht in der Lage gewesen. Deswegen habe ich da überhaupt so reagiert. Ich konnte nicht mal vor Ort sein. Ich habe auch gesagt, ich kann nicht vor Ort sein. Ich kann nicht vor Ort sein zum Abschleppen. Verstehst du das? Ich physisch nicht in der Lage, das Abschleppen mit zu betreuen. Da konnte ja nicht sagen, wo das Auto steht. Gibt ja auch kein GPS, das da findet oder wie oder was. Ne? Oder kann ja nicht einfach da hochheben, das Ding. Dann abgebrochen, ne? Dann am Montag wieder an. Rufen. So, da war am Wochenende natürlich erstmal alles im Arsch, kein Ersatzfahrzeug, gar nichts. Auto steht rum, ich kann nicht fahren, ich kann mit meinen Hunden nicht im Wald spazieren, kocke. Alles kocke. Naja, ist ein anderes Thema, ne? Ist ja auch nicht deren Problem am Ende des Tages. Aber ich meine, ich zahle dann meine 600 Euro im Monat oder was? Und dann will ich, dass die Scheiße löpft, verstehst du das? Und ich denke, ich habe in meinem Leben schon mehr Stress mit Autowerkstätten gehabt, als ich in meinem Leben gepisst habe, verstehst du das? Grüße gehen raus an Heddo, der den Satz erfunden hat. Es ist einfach die Wahrheit. Ich habe in den letzten 2 Monaten nur telefoniert wegen einem Auto, was nicht funktioniert. Und dann habe ich mich nicht rasiert. Das hat keinen Sinn ergeben, aber ich bin sauer, ihr merkt es. Naja, auf jeden Fall habe ich dann wieder angerufen, habe gesagt, jo, was ist jetzt hier los, ne? So, dann war Mittwoch, letzte Woche Mittwoch, war ich unterwegs mit Gerrit. Gerrit, hier, zeig dir noch ein Bild von Gerrit, Alex. Das ist Gerrit, mein Manager, Digga. Na, mit dem war ich unterwegs. So, und dann habe ich morgens, wollte ich, weil ich rausgefunden habe, das ist jetzt noch der Zwischenstep, ne? Fernbedienung ging nicht und dann in der Betriebsanleitung geblättert. Aha, das Ding kann man automatisch manuell öffnen, weil da war noch so ein Flip. Ne, so ein Schlüssel ist da noch drin. Hast du in den Autos ja heute eigentlich nicht mehr. Aber in dem ist noch einer drin. So, dann kannst du da an der Tür rumpulen. Ich sehe aus wie ein Schwerverbrecher. Pul da mit meinem Schlüssel da am Schloss rum. Versuch da irgendwie die Kappe zu lösen. Die Leute gucken mich schon an, als würde ich da gerade einen schwarzen scheiß Opel klauen, den keiner klauen würde. Ganz ehrlich, niemand würde einen Opel klauen. Du würdest niemals, du siehst einen BMW, du siehst nur, ach, einen BMW, okay. Verstehst du das? Ich da aber am rumfummeln, ne, und dann irgendwie hingekriegt, dann aufgemacht, steck den Schlüssel rein, nix. Elektronik springt nicht an. Ne? Naheliegendste ist natürlich Autobatterie ist im Eimer. Aber ich denke mir so, Digga, das Ding ist eine Woche alt. Das Ding ist literally eine Woche alt. Wie kann denn diese Batterie leer sein? Ich also rappe, also ich schon wieder komplett die Nase voll. Ne? Ich musste ja damit fahren. Ich musste ja musste mit Gerrit wohin. Wir hatten da was zu erledigen, hör mal. Ich dann dazu, Gerrit, Junge, das
Ding ist schon wieder am Arsch, schon wieder kein Bock mehr. Ich dann aber auch gleichzeitig wieder im Taxi gesessen, da E-Mail geschrieben, yo, Auto schon wieder am Arsch, alles scheiße. Dann haben die gesagt, jo, wir kümmern uns drum. Die haben natürlich auch schon die Schnauze voll, weil der Kuschinski ruft da alle zwei Tage ab und geht an und, weißt du, wie ich meine, ne? Geht dann auf den Sack den Leuten. Ich dann da zu dem Event wieder gefahren, hab mir ein neues Mietauto hier, Car2Go, Sharecaring, Carsharing, weißt schon, na, hier pro App, dann hier, wip, wip, und dann hier, kannst du losfahren. Super easy, warum bin ich überhaupt nicht dabei geblieben? Ich hol mir ein eigenes Auto, völlig bescheuert. Naja, auf jeden Fall, haben wir das dann da gehabt, mit einem anderen Mietwagen dahin gefahren, krieg ich einen Anruf. Ja, hier ist der Abschleppdienst, wir sind jetzt gleich da. Ich so, wie, wat, wo bist du, was willst du? Ich hab doch gesagt, ich hab nämlich schon wieder auch da in der E-Mail geschrieben, bin jetzt aber erstmal den ganzen Tag unterwegs, kann mich heute nicht drum kümmern lassen, morgen telefonieren. Keine Antwort, da ruft mich der Adak an hier, Adak, ne, die gelben Bengel da, rufen mich da wieder an. Und ja, ich bin jetzt gleich da. Wo steht denn das Auto? Ich so, nee. Nix. Nee, das war nicht mal der ADAC. Halt, stopp. Das war sogar Opel Service. Und jetzt kommen wir nämlich zum Problem. Das war Opel Service Interactive Shit. Wie auch immer die sich nennen. Auf jeden Fall wollen die helfen. Die helfen aber gar nicht, ne? Anderes Thema. So, ich dann da, wird dann angerufen von dem Opel-Mitarbeiter, der sich den Fall dann angenommen hat und hat dann gesagt, ja, ja, wir sind gleich da. Und ich so, nee, bitte nicht. Und er so, wie, nee. Ich denke, das Auto steht. Ja, ich muss aber los. Ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht. Aber diese Lieferdienste und diese Leute, die vorbeikommen, wohl Schornsteinfeger, Elektriker, Gasanalyse, Mitarbeiter, Fachwerk, Bodenverleger aller, diese ganzen Leute, die bei dir in die Wohnung müssen oder die bei dir vorbeikommen, weil sie was liefern wollen, die sind immer dann da, wenn man selber arbeitet. Ich raste aus, das ist immer die gleiche Scheiße. Als würde ich eine Woche darauf warten, dass mir hier irgendwann jemand vorbeibringt. Ich muss mich auch mit Leuten koordinieren. Ich bin doch werkstätig. Ich zahle doch Steuern, verdammte Axt. Nö. So, wollten die da wieder was vorbeischicken? Ich natürlich auf der Arbeit gewesen. Ich muss dann auch immer erklären, ich bin gerade am Arbeiten, ich kann nicht. Sagte, ja, dann müssen Sie sich bitte nochmal bei folgender Nummer melden, damit das dann auch ankommt. Ich so, wa? Digga, ich hab das doch gerade Ihnen gesagt. Nee, ja, dann müssen Sie sich nochmal unter folgender Nummer melden. Hier, ich mach extra hier. Was für eine Nummer, Digga? Ich habe dann, während ich unterwegs war, noch eine neue Nummer bekommen, weil ich mich melden sollte. Ich rufe da an, sag meinen Namen, sag das Kennzeichen von dem Auto. Und er dann, der Herr Becker, den Fall haben wir nicht drin. Auto kaputt. Ich habe keine Zeit, mich drum zu kümmern, weil ich wollte das Auto benutzen, ne? Als ich los musste. Ruf an bei dem Abonnement-Dings, weil das ist so ein bisschen Mutti-Fatti, ich muss immer bei dem Bescheid sagen. Die sagen, die kümmern sich, sagen dem Opel-Service Bescheid. Opel-Service ruft mich an, sagt, wir sind gleich da. Ich aber vorher schon zu Mutti und Fatti gesagt, ich kann heute nicht, bin arbeiten. Opel-Service ruft mich an, wir sind gleich da. Ich sag zu Opel Pfirsich, Alter. Zu Opel Pfirsich, Mann! Zu Opel-Service sag ich dann, ich kann nicht, hab's vorhin schon gesagt. Die sagen dann zu mir, ja, dann rufen sie dann nochmal bei der Nummer an. Wobei ich die schon am Telefon habe und sage, ich hab keine Zeit, Digga. Dann rufe ich da an und die wissen nicht, worum es geht. Die wissen einfach nicht, worum es geht. Die haben keine Ahnung gehabt, was ich von denen will. Ich sag denen das Kennzeichen. Ich hab keine Auftragsnummer bekommen. Ich weiß gar nichts. Ich wollte nur sagen, dass ich nicht kann. Wisst ihr, was der zu mir gesagt hat? Ich sage zu ihm am Telefon, weil er dann sagt, ja, warten Sie mal eben. Ich so, ich habe keine Zeit. Ich kann nicht warten. Ich will auflegen. Das habe ich wirklich gesagt. Ich will auflegen und ich möchte einfach nur nicht, dass jemand dieses Auto jetzt abschleppen kommt, weil ich es nicht betreuen kann, nicht unterschreiben kann. Sie schicken das Ding. Die wollten das von Spandau nach Lichtenberg schicken, am anderen Ende der Welt, wobei hier in Spandau auch ein Opelhändler ist. Junge, und dann sagt er zu mir, wortwörtlich, ich sage zu ihm, ich kann jetzt nicht warten, ich wäre natürlich auch ein bisschen lauter, weil ich das nicht verstehe, dass da kein Gehirn stattfindet in diesem Gespräch. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Ich bin sprachlos gewesen. Absolut, Gerrit stand daneben, lacht sich ins Häuschen, weil er jetzt auch nicht fassen kann, was da gerade eigentlich passiert. Ich sage zu dem, hören Sie mir mal zu, bitte. Ich kann nicht da sein, ich weiß nicht, was abgeht. Er sagt, ich habe den Auftrag nicht. Da ist eine riesige Lücke im System bei denen. Ich will einfach nur, dass sie mir helfen. Ich will einfach nur, dass sie dafür sorgen, weil da steht ja Service auf der Nummer. Ich will einfach nur, dass sie dafür sorgen, dass da jetzt niemand vorbeikommt. Kann ich nicht. Ich so, warum können sie das nicht? Und dann sagt er wortwörtlich, Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Haben sie keinen Respekt gelernt? Und legt auf.
Genau, er hat gesagt, Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein, von Höflichkeit haben Sie noch nichts gehört. Und wenn man jetzt mal, und ich hoffe, die Person sieht das jetzt hier, ich hoffe, Opel-MitarbeiterInnen sehen dieses Video und schämen sich in Grund und Boden, weil das einfach eine Frechheit ist. Die rauchen Crack, wenn sie ihre Autos bauen, die schicken Neuwagen durch die Welt, die kaputt sind, am Telefon haben die Azubis oder irgendwelche Praktikanten, die nichts auf die Reihe kriegen und nicht geschult sind. Ich hab die Faxen so dicke. Ey, ich hab wirklich Verständnis dafür, dass Service-Mitarbeiter sein ein stressiger Job ist und dass das alles einfach nur echt eine anstrengende Scheiße ist und ich selber habe das schon hinter mir. Ich selber habe wirklich jahrelang im Kundenservice gearbeitet. Ich weiß, wie scheiße Kunden sind, aber macht euren verfickten Job. Hört auf zu beschwichtigen, hört auf immer zu sagen, ja, ich kann jetzt aber nicht, ich kann sie da voll verstehen, ich will nicht verstanden werden, ich will dir helfen werden. Und vor allem geht das an die obere Etage, die ihre Leute da lieber billig sitzen lässt und sagt, oh, das ist ja nur Kundenservice, da kriegen wir schon hin. Das ist der völlig falsche Ansatz. Bezahlt die Leute anständig, gebt ihnen eine gute Motivation zum Arbeiten, weil die machen wortwörtlich eure Drecksarbeit. Das ist einfach nur beschämend, das ist einfach nur traurig. Dann rufe ich da beim nächsten an, der hat mir dann helfen können. Dann ging das Ganze wieder los. Neuer Termin mit einem Werkstatttypen da irgendwie gemacht. Ganz, also eine ganz, ganz schlimme Historie. Und ich kann jetzt nur das Opel-Beispiel nennen, aber ganz ehrlich, das habe ich auch noch nie erlebt, dass ich zwei, ich habe es noch nie von irgendjemandem gehört, dass er sich einen Neuwagen holt von irgendeiner Marke und dass das dann direkt nach der ersten Fahrt zweimal in Folge kaputt geht, bei zwei verschiedenen Neuwagen. Dann werde ich hier notmäßig da nochmal angeschoben. Dann hat er irgendwie da was angeklemmt, dass er die Batterie kurzzeitig auflädt, nur zum Starten. Dann fahre ich das Auto in die Werkstatt und er sagt mir, die Batterie ist defekt bei einem Auto, was eine Woche Zulassung hat. Das kannst du dir nicht vorstellen. 18.01. die Erstzulassung. Und das Ding fährt nicht weiter, weil die Batterie kaputt ist, Digga. Und davor diese scheiß Klappe bei dem anderen Auto. Gleiche Geschichte. Und dann haben die keine Ersatzteile. Die Batterie, God bless, hatten sie jetzt. Und ich habe heute das Auto wieder abgeholt. Mal gucken, ob wir noch einen dritten Teil haben müssen. Aber es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Und diese ganzen Opel-Händler, bei denen ich jetzt war, das waren jetzt zwei verschiedene, die haben dann nicht mal ein Ersatzfahrzeug. Ich bin ja wenigstens nicht beruflich auf das Auto angewiesen. Ein Auto wieder zu holen, das war der größte Fehler meines Lebens bisher. Ich bin nur frustriert. Es ist nur noch scheiße. Und es hat auch nichts mit verwöhnt oder Bengel sein zu tun. Ich erwarte doch einfach nur, dass Leute ihren Job machen. Ich mache meinen doch auch. Es ist einfach unfassbar. Moral von der Geschichte, Opel lohnt sich nicht. Ja, das ist schon mal das eine. Und ja, behandelt eure Mitarbeiter weiter oder behandelt sie erst recht gut. Die mit den Kunden sprechen müssen, weil die sind schnell frustriert. Hört auf, Drogen zu nehmen, wenn ihr Autos baut.